In der Eröffnungsszene sehen wir einen Mann, der ein Büroangestellter zu sein scheint. Er wacht auf und entdeckt, dass er in einem Tresorraum eingesperrt ist, in dem sich nichts als ein Metallschrank mit Vorhängeschloss, eine leblose Ratte und eine mit toten Fliegen gefüllte Leuchtstofflampe befindet. Der Mann steht auf und versucht, die Tresortür zu öffnen, aber seine Bemühungen sind vergebens. Zuerst vermutet er, dass seine Kollegen versuchen, ihm einen Streich zu spielen, also sucht er nach versteckten Kameras, findet aber nichts. Ein paar Stunden vergehen und hinter der Tresortür passiert immer noch nichts. Dies führt dazu, dass der namenlose Mann immer mehr und mehr darüber rätselt, was vor sich geht. Kurze Zeit später verzweifelt er und klopft an die Tür. Er drückt aus, dass er dringend auf die Toilette muss, aber seine Bitte bleibt unbeantwortet. Er versucht, mit seinem Handy um Hilfe zu rufen, aber hat im Tresor kein Netz. Seine Versuche, den Metallschrank aufzubrechen, erweisen sich ebenfalls als erfolglos. Die Frustration nimmt zu, sodass er seinen Kollegen verbal angreift und behauptet, er werde ihn entlassen, sobald er rauskommt. Danach benutzt der Mann seinen Gürtel, um ein Geräusch an der Tür zu machen, in der Hoffnung, dass jemand das Geräusch hört, aber auch das ist vergeblich. In einem Akt des Trotzes uriniert er gegen die Wand des Gewölbes und glaubt, dass er die Scherzbolde, die hinter all dem stecken, damit demütigt. Dennoch erhält er auch danach keine Reaktion. Erschöpfung setzt ein und der Mann wird durch den Mangel an Nahrung und Wasser schwächer. Es ist jetzt der zweite Tag und der Mann überprüft sein Handy noch einmal auf ein Netzwerksignal, aber es hat sich nichts geändert. Erschwerend kommt hinzu, dass er versehentlich sein Handy fallen lässt, während er es in seine Tasche stopfen möchte, wodurch es kaputt geht. Jetzt ist er so durstig, dass er beschließt, etwas Drastisches zu tun. Er uriniert in seinen Lederschuh und trinkt ihn, wobei er den Geschmack als schlimmer empfindet als ein schlechtes Bier. Gibt's sowas überhaupt? Danach beginnt der Mann, gegen alles Mögliche zu treten und zu schlagen. Inmitten seines Ausbruchs kommt er an die Leuchtstofflampe über sich und bemerkt unerwartet einen Schlüssel darin. Er nutzt die Gelegenheit, holt das Licht runter und birgt den Schlüssel, mit dem er den Metallschrank öffnen kann. Im Inneren entdeckt er eine Sammlung von Werkzeugen, insbesondere eine Lötlampe, einen Schraubenschlüssel, einen Hammer und einen Meißel. Mit diesen Gegenständen beschließt er, die Tresortür zu durchbrechen. Sein mangelndes Wissen zur Bedienung all dieser Geräte führt jedoch dazu, dass er nach ein paar Minuten aufgibt und nur eine verbrannte Spur an der Eisentür des Tresors zurückbleibt. Anschließend versucht der Mann, den Feueralarm an der Decke auszulesen, um die Sprinkler zu aktivieren. Er hofft, daraus trinkbares Wasser gewinnen zu können, aber zu seiner Enttäuschung ist der Alarm nutzlos, da selbst nachdem er das Feuer direkt daran hält, nichts passiert. Dies verstärkt seine Frustration nur und er wirft in seiner Wut den Metallschrank zu Boden. Nach einer Weile schafft er es jedoch, sich zu beruhigen und stellt fest, dass er so viel Energie wie möglich sparen muss, weil es nichts zu essen gibt. Er versichert sich, dass er nicht verrückt ist, nicht träumt und immer noch am Leben ist. Wenige Augenblicke später bemerkt der Mann ein kleines Loch in einer der Wände hinter dem Metallschrank. Mit neuer Hoffnung benutzt er Hammer und Meißel, um die Wand aufzubrechen und eine Öffnung zu schaffen. Als er beginnt, die Wand zu bearbeiten, sinkt der Sauerstoffgehalt im Tresorraum immer weiter. Infolgedessen atmet er den Sauerstoff aus der Flasche ein, die er zuvor entdeckt hatte. Leider erweist sich die Sauerstoffkonzentration als zu hoch, sodass er sich benommen fühlt. Er schließt also das Ventil wieder, um den Sauerstoffgehalt auszugleichen. Jetzt wird der Mann aufgrund des Hungers extrem zerbrechlich. Daher nimmt er die zuvor gesehene Ratte ins Visier, die zu einem Futterplatz für Maden geworden ist. Er verzehrt widerwillig die Maden und lässt die tote Ratte für später zurück. In der nächsten Szene setzt er seine Arbeit fort und schafft schließlich einen Durchbruch. Er stößt auf Stahlstäbe, die er mit der Lötlampe zerschneidet. Es dauert nicht lange, bis ein Lichtstrahl durch das Loch dringt und ihm neue Hoffnung gibt. Wieder einmal erhöht der Mann sein Tempo und macht das Loch allmählich groß genug, um selbst hindurchpassen zu können. Als er jedoch die andere Seite erreicht, ist er bestürzt, als er feststellt, dass auch dieser Raum ein weiterer Tresor ist, genau wie der, in dem er zuvor gefangen war. Das macht ihn sehr wütend, weil all seine Bemühungen vergeblich waren. Im Gegensatz zum ersten enthält der zweite Raum einen Sarg und eine Lampe. Voller Neugier öffnet er den Deckel des Sarges, nur um eine Frau in traditioneller Kleidung vorzufinden, die friedlich darin schläft. Vorsichtig berührt er die Frau, um zu überprüfen, ob sie tot ist. Aber zu seinem großen Schock wacht sie auf, erschrocken über seine Anwesenheit. Und beim Blick des Meißels in seiner Hand schreit sie vor Entsetzen auf und flüchtet hastig vor ihm. Trotz seiner Kommunikationsversuche können sie sich aufgrund einer Sprachbarriere nicht verstehen. Überwältigt von Angst flüchtet die Frau in den ersten Tresorraum, in dem der Mann zuvor gewesen war. Letzterer versucht nicht, sie zu verfolgen, sondern legt sich einfach in den Sarg, um sich auszuruhen. Am dritten Tag weckt die Frau den Mann auf und fordert ihn auf, den Tunnel weiterzugraben. Der arme Kerl hat jedoch keine Energie mehr, um weiterzuarbeiten und auch seine Hände sind durch die unerbittliche Arbeit schwer verletzt. Ohne weitere Optionen bringt der Mann der Frau schließlich bei, wie man den Tunnel gräbt und sie beginnt unschuldig mit der Aufgabe. Während sie arbeiten, merkt die Frau, dass sie sich erleichtern muss und geht in den anderen Raum, um etwas Privatsphäre zu haben. Der Mann folgt ihr jedoch und schreitet ein, als sie gerade dabei ist, ihre Hose auszuziehen. Durch Gesten und Zeichensprache erklärt er ihr, in seine Lederschuhe zu urinieren, damit sie sie als Wasserquelle nutzen können. Anfangs zögerlich willigt sie schließlich ein, dies zu tun, als sie erfährt, dass er seit 3 Tagen kein Wasser hatte und ihr Urin wichtig für sein Überleben ist. Sie tut wie geheißen und der Mann trinkt ihren Urin, ohne viel darüber nachzudenken.
Er bietet der Frau an, auch etwas zu trinken und obwohl sie angewidert ist, tut sie dies widerwillig. Danach konsumiert der Mann noch mehr Maden und gewinnt so das Protein, das ihm fehlte. Dann nimmt er seine Grabungsarbeiten wieder auf, während die Frau in einer Ecke sitzt und traurig über ihr unglückliches Schicksal ist. Sie murmelt in ihrer eigenen Sprache und drückt ihre Enttäuschung darüber aus, dass sie an diesem Tag eigentlich an einer Hochzeit teilnehmen sollte und voller Begeisterung dafür war. Doch jetzt, wo sie gefangen ist, ist all ihre Freude verschwunden. Sie weint und hinterfragt, was sie falsch gemacht hat, um in eine so schlimme Situation zu geraten. Als der Mann Zeuge ihrer Not wird, beschließt er, ihre Stimmung zu heben, indem er ein Lied singt. Durch seine Ermutigung wischt sich die Frau schließlich langsam ihre Tränen weg und singt mit ihm. Ihr flüchtiger Glücksmoment ist jedoch nur von kurzer Dauer, da der Mann plötzlich versehentlich seine eigene Hand statt den Meißel trifft und sofort beginnt zu bluten. Daraufhin legt die Frau ihr Kopftuch ab, zerreißt es in Streifen und verbindet damit die Wunde. Danach beginnen die beiden mit der Zusammenarbeit und konzentrieren sich darauf, die Mauer zu durchbrechen. Während sie ihre Arbeit fortsetzen, beginnt sich das Schloss an der Tresortür hinter ihnen automatisch zu drehen. Als sie das sehen, eilen sie sofort zur Tür, um sie zu öffnen, aber als sie sich der Tür nähern, verschließt sie sich wieder. Dieses wiederkehrende Muster setzt sich fort und sie erwägen es zu ignorieren in der Annahme, dass jemand mit ihnen spielt. Aber nach einer Weile entziffern sie endlich den eigentlichen Trick, wie man die Tür öffnet. Es stellt sich heraus, dass, solange sie der Tresortür den Rücken zukehren, dieser sich von selbst entriegelt. Mit dieser Enthüllung entwirft der Mann einen Plan und das Duo geht vorsichtig rückwärts darauf zu. Überraschenderweise bleibt die Tür offen und die beiden können den dritten Raum betreten. Aber genau wie zuvor befinden sie sich nur wieder in einem weiteren Tresor. Dieses Mal befindet sich darin ein leeres Grab mit einem Grabstein in der Mitte. Als sie sich im Raum umsieht, schlägt die Frau vor, den gleichen Trick anzuwenden wie gerade eben, der Tresortür den Rücken zu kehren, um sie zu öffnen. Dem Mann gefällt die Idee und so positionieren sie sich mit dem Rücken zur Tür und beginnen, das Grab weiter zu graben. Leider führt ihre Strategie diesmal nicht zum gewünschten Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mann aufgrund von anhaltendem Hunger und Dehydration von Erschöpfung überwältigt. Allmählich verliert er die Hoffnung und legt sich ins Grab. Besorgt sieht die Frau nach ihm und stellt fest, dass er aufgrund seines geschwächten Zustands Fieber hat. Nach einer Weile beginnt der Mann zu glauben, dass der Drahtzieher hinter all dem möchte, dass sie sich gegeneinander wenden. Er vermutet, dass sie nicht entkommen können, wenn nicht einer von ihnen getötet wird und dass das Grab in diesem Raum das Schicksal eines von ihnen symbolisiert. Die Spannung steigt und eskaliert schließlich, als der Mann erwägt, die Frau zu töten, aber ihm fehlt der Mut, eine solche Tat auszuführen. Er schreit auf, drückt seine Verzweiflung aus und erklärt, dass er es ertragen kann, tote Ratten und Maden zu verzehren, sich aber nicht dazu durchringen kann, jemandem das Leben zu nehmen. Er hat alle Hoffnung verloren und möchte einfach friedlich sterben. Die Frau schlägt und tritt ihn jedoch und fordert ihn auf, wach zu bleiben. Sie schafft es schließlich irgendwie, ihn aus dem Grab zu heben und erlaubt ihm, sich eine Weile auszuruhen. Eine Stunde später fängt sie wütend an zu schreien und an die Tresortüren zu hämmern. Sie richtet ihre Schreie an Gott und fragt, warum sie gefangen wurde und welche Sünde sie begangen hat. Überwältigt von Gefühlen bricht sie in Tränen aus. Selbst in diesem kritischen Moment füttert sie dem Mann ihre Tränen, um ihn am Leben zu halten. Kurz darauf hält sie seine Hand und küsst ihn unerwartet. Dann zieht sie den Mann aus und fängt an, ihn sanft zu berühren, was ihn schnell weckt. Der Plan ist, ihn am Leben zu erhalten, indem sie Sex mit ihm hat. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Überraschenderweise funktioniert der Plan und der Mann wirkt danach deutlich verjüngt. Die beiden beschließen dann, sich ein paar Stunden auszuruhen. In der nächsten Szene wacht der Mann auf und findet die Frau, die sich neben ihm zusammengerollt hat. Er spürt, dass sie sich durch die Kälte unwohl fühlt, kriecht in den zweiten Raum, reißt das Samtfutter aus dem Sarg und kehrt zurück, um sie damit zuzudecken. Extrem erschöpft bricht er dann wieder zusammen. Wenige Stunden später hört er, wie sich die Tresortür ähnlich wie zuvor von selbst entriegelt. Hastig weckt er die Frau, hindert sie aber daran, zur Tür zu sehen. Die beiden wenden ihren vorherigen Trick an und schaffen es, rückwärts auf die Eisentür zuzugehen. Als sie den Raum schließlich verlassen, werden sie von immenser Erleichterung erfüllt. Sie stehen vor einer atemberaubenden Landschaft mit Wasserfällen, Vögeln und Blumen. Mit Aussicht auf dieses Paradies vor ihnen lächeln sich die beiden an und der Film geht zu Ende.